this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute Donnerstagabend, 2. August, knapp 9:30 abends, immer noch sehr, sehr warm draußen. Das wird bei euch nicht anders sein im Moment der Aufnahme. Wenn ihr das seht, vielleicht anders, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, man soll sich ja nicht beklagen über einen solchen schönen Sommer. Das tue ich hiermit auch nicht. Obwohl wir natürlich wissen, dass das alles manipuliert ist, ne? Davon mal abgesehen. Es gibt ja immer noch einige Leute, die glauben, das wäre tatsächlich ein Jahrhundertsommer und das ist alles wegen der Klimaveränderung. Das ist alles zum großen Teil menschengesteuert. Und was nicht menschengesteuert ist, das ist Gott gesteuert. Und wer da seine Zweifel dran hat, den verweise ich mal auf die Bibel. Das Buch Deuteronium, das 5. Buch Mose, unter welchem Namen man das vielleicht auch kennt, Kapitel 28, das mal zu lesen, dann versteht man viel von dem, wie die Welt heute ist, auch ohne dass ich das erklären muss. So, aber heute Abend haben wir uns hier eingefunden, um die nächste Lesung zu machen des Buches Hinter den Diktatoren von Leo Herbert Liemann, 1942 veröffentlicht, den Drahtziehern auf der Schliche. Wir sind im zweiten Teil, wollen wir heute anfangen, den zweiten Teil des dritten Kapitels, das da heißt Der merkwürdige Fall des Leo Taxil. Und da kommen wir noch zu einem Klimax der Lesung von gestern. Deswegen hatte ich das nach einer Stunde abgebrochen, weil eine Stunde ist lang genug. Und dann machen wir da heute weiter. Wir, ja, ich bin nicht alleine, wie ihr seht, ich bin über Skype verbunden mit Viktor. Und Viktor ist wieder hier und möchte auch euch auch alle eben herzlich begrüßen. Hallo Viktor, herzlich willkommen zur Lesung heute Abend. Hallo und moin moin. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf wieder mal und ich wünsche auch euch allen soweit einen schönen Tag, einen schönen Abend und ja, von meiner Seite aus können wir gerne loslegen. Hab jetzt nichts weiteres auf dem Herzen. Gut, dann werden wir ohne große weitere Verzögerung direkt anfangen. Lesung und Besprechung des Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, Kapitel 3, der merkwürdige Fall des Leo Taxil. Ich wiederhole nochmal eben den letzten Absatz, den wir gestern Abend gelesen hatten. Das ist hier in der Mitte der Seite, wie ihr hier seht. Leo Taxil, sagt der Autor da, hatte lange Zeit einfachen Erfolg, bedingt durch die Leichtgläubigkeit des katholischen Klerus und durch die Leichtgläubigkeit des Laien auch. Dann kam die große Enthüllung, sozusagen aus Spaß geplant und ausgeführt. Um seinen Sieg über die Jesuiten bis zuletzt zu genießen, berief er am 10. April 1894 ein öffentliches Treffen in Paris ein. Er verkündete zur Bestürzung seiner Zuhörer, dass alle seine Aktivitäten, alle seine Bücher und Broschüren, sowie der Geschichte mit Diana Vaughan, der Tochter des Teufels, die in die katholische Kirche konvertierte, nichts waren als ein großer Witz, der von ihm leidenschaftlich ausgeheckt und ausgeführt wurde. Dabei erwähnte er leise, dass Diana Vaughan nur der Name seiner Schreibkraft war. Ja, so kann man natürlich all seine ganze Arbeit diskreditieren und die Leute glauben machen, dass da überhaupt nichts Wahres dran ist. Wobei er über viele Dinge, sowohl über die Freimaurerei als auch über die römisch-katholische Kirche, Wahrheiten geschrieben hat. Aber das macht er dann hiermit eben alles wieder zunichte. Nun, eben mal das Ding hier löschen. Der interessante und ernste Punkt in der ganzen Angelegenheit ist die Tatsache, dass es die Jesuiten waren, die Taxils Romane ins Deutsche übersetzten. Tja, das ist ein Punkt, den haben wir bis jetzt noch gar nicht so besprochen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wohl so, dass wir durch die späteren katholischen Veröffentlichungen Miranda Prausus und Inter Mirifica wissen, dass die Kirche es als ihr Geburtsrecht beschaut, um alle Medien zu beherrschen und von daher erscheint nichts in den Medien, was nicht von ihr kontrolliert ist, mehr oder weniger. Und von daher natürlich, dass die Jesuiten Taxils Romane ins Deutsche übersetzen, ja mehr oder weniger wissen wir das vorher, dass es die römisch-katholische Kirche ist, wenn sie alles kontrolliert, aber dass es die Jesuiten selbst waren oder jesuitische Unternehmungen, also von den Jesuiten geleitete Verlagshäuser und so weiter, die Taxils Romane ins Deutsche übersetzten und dann verbreiteten. Das ist eine Tatsache, die hatten wir bis jetzt noch nicht gesehen. Und da muss man sich doch nur mal eben die Frage stellen, warum? Ja? Ich meine, ich muss doch gar nicht viel weiterlesen. Die Rädchen im Kopf fangen doch an zu arbeiten, sowohl bei euch als auch bei mir. Wir hatten ja vorher schon gelesen in diesem Buch, dass... Mann, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hatte gerade so einen schönen Kommentar vorbereitet. Jetzt seid ihr wieder weg hier. Herr Jung, Mann...
Ja, Spatenstich auf einmal weg im Kopf, was ich sagen wollte. Ich muss den Text nochmal eben reingucken. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein hier. Gucken wir nochmal eben den Text. Also der interessante und ernste Punkt in der ganzen Angelegenheit ist die Tatsache, dass die Jesuiten waren, die Taxils Romane ins Deutsche übersetzen. Natürlich ist das so. Also jetzt, Entschuldigung, jetzt komme ich echt nicht mehr auf den Punkt, den ich gerade eben noch als Kommentar geben wollte. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Warum nur? Weil den Jesuiten natürlich daran gelegen ist, um die antisemitische Agenda voranzutreiben. Ja? Darum übersetzen sie das ins Deutsche. Was sollte sonst ihr Beweggrund sein, das ausgerechnet ins Deutsche zu übersetzen, wo sie den Antisemitismus schüren wollen? Ja? Da muss man sich immer drüber im Klaren sein. Die Jesuiten bearbeiten alle Seiten. Ja? Und deswegen bin ich auch von diesem Leo Taxil nicht derselben Ansicht wie der Autor ist. Nach dem Motto, der Autor hat den Leo Taxil noch nicht so ganz durchschaut, glaube ich, weil er meinte, dass er sogar die Jesuiten flachgelegt hat, also ausgespielt hat. Und da bin ich gar nicht von überzeugt. Ich meine, dass das von vornherein alles kontrolliert wurde. Und jetzt haben die Jesuiten eben auch Taxils Romane ins Deutsche übersetzt, um dafür zu sorgen, dass diese ganze Diskreditierung eben hauptsächlich der Juden, womit das anfängt, weil er hat ja geschrieben, die Freimaurerei ist von Juden kontrolliert. Da werden wir später noch in dieser Sendung mehr drauf eingehen, wie zwischen Anführungsstrichen wahr oder unwahr das ist. Er versucht immer die ganze Zeit, die Juden zu diskreditieren, und wir wissen, dass das die Agenda des Antichristen ist, um die Juden für alles Übel auf dieser Welt die Schuld zu geben. Der Antichrist hat nie Schuld, die römisch-katholische Kirche hat nie Schuld, es sind immer die Juden, die die Schuld haben. Der Jesuitenpater Gruber, fährt der Autor fort, dessen Artikel über die Freimaurerei in der katholischen Enzyklopädie nichts anderes als eine Neuauflage von dem ist, was Taxil darüber sagt, publizierte seine Bücher, also die von Taxil, in hoher Auflage. Und die habe ich mir heute nochmal die Mühe gemacht und habe ein wenig studiert in dieser Geschichte. Deswegen ist hier ein langer Kommentar, wie ihr sehen könnt, den ich jetzt mal eben aufmache, weil es steht hier ja, bevor ich jetzt in den Kommentar reingehe, es steht hier, dass der Jesuitenpater Gruber den Artikel in der katholischen Enzyklopädie geschrieben hat, der alles das veröffentlicht, was Taxil darüber sagt. Da bin ich nicht mit einverstanden. Ich habe den Artikel gelesen zum großen Teil. Da stehen noch ganz andere Dinge drin auch. Da sind noch ganz andere Brunnen drin vor allen Dingen auch. Aber man muss es wissen, es geht hierbei um 17 volle Seiten, nämlich auf Seite oder von Seite 771 bis Seite 788 in Band 9 der Enzyklopädie. Und ich spreche dann von der Enzyklopädie, die geschrieben wurde oder veröffentlicht wurde zwischen 1907 und 1913. Und ich habe die komplette katholische Enzyklopädie von dem Druckjahr, also von den Druckjahren, die Ausgabe, habe ich hier bei mir zu Hause. Von A bis Z. Ja? Und ich habe sie hier in Englisch vor mir liegen, habe ich hier geschrieben, weil heute Mittag hatte ich sie vor mir liegen. Es gibt diese katholische Enzyklopädie leider nicht in Deutsch. Ja? Die Catholic Encyclopedia gibt es nicht in Deutsch. Englisch für katholische Enzyklopädie, die ist im Jahre 1913 veröffentlicht worden, in englischer Sprache ein verfasstes Nachschlagewerk. Ziel war es damals, einer breiten Öffentlichkeit umfassende Informationen über Theorie, Doktrin und Praxis des katholischen Glaubens sowie fundierte Informationen zur Geschichte, speziell zur Kirchengeschichte der römisch-katholischen Kirche, zu geben. Eine Neuauflage hiervon erschien dann in 1922. Das ist jetzt ein Auszug aus Wikipedia über den Artikel Catholic Encyclopedia, was ich gerade eben vorgelesen hatte, was also die Absicht war der Veröffentlichung dieser römisch-katholischen Enzyklopädie. Nun, auf Seite 788 am Ende des Artikels ist der Autor Hermann Gruber verzeichnet. Das habe ich mit meinen eigenen Augen im gedruckten Buch, was ich je gesehen habe, gesehen. Die erste geschichtliche Erwähnung der Freimaurer, und das kommt jetzt aus dem Artikel der katholischen Enzyklopädie, die erste geschichtliche Erwähnung der Freimaurer, das Wort kommt ursprünglich aus dem französischen Frère Maçon, was so viel heißt aus dem Englischen wie Bruder Steinmetz oder Erbauer von Mauern, ist aus dem Jahre 1375, und jetzt sind bereits frühere Funde aus dem Jahre 1155 entdeckt worden. Das sagt mir, und das ist jetzt nicht aus der Enzyklopädie, das bin ich, Jörg, mir sagt das ganz deutlich, dass diese Bewegung der Freimaurer
aus den Tempelrittern entsprungen sein muss, von denen wir ja wissen, dass die Jesuiten ihre wiederbelebte Form sind. Das haben wir gelesen in dem Buch Rulers of Evil oder Herrscher des Bösen. Die Tempelritter haben während ihrer Kreuzzüge Bekanntschaft gemacht mit den Assassinen. Und da jetzt mal eine Erklärung zu. Das kommt nicht aus der römisch-katholischen Enzyklopädie, sondern das habe ich auf anderen Plätzen im Internet recherchiert. Das wusste ich auch vorher schon, aber ich habe es jetzt hier mal zu Papier gebracht, um es euch heute mal vorzulesen. Wir wollen jetzt also bestätigen, dass die Anfänge des Freimaurertums in der Zeit liegen, wo die Tempelritter die Kreuzzüge geführt hatten. Das war im 11., 12. und 13. Jahrhundert, in den drei Jahrhunderten. Okay? Und wenn man im Internet dann ein wenig recherchiert und wissen will, wo die Freimaurer herkommen und wo die Tempelritter herkommen, was die Tempelritter im Grunde für ein Orden waren, dann steht hier, die Assassinen waren eine verschwiegene islamische Sekte asketischer, religiöser Fanatiker, die politische Morde durchführten und vom 11. bis zum 13. Jahrhundert in Iran und in Syrien tätig waren. Sie entstanden Ende des 11. Jahrhunderts und dauerten etwa 150 Jahre, bis ihre uneinnehmbare Burg in Persien von den Mongolen durchbrochen wurde. Einige betrachten sie als die ersten Terroristen und sie säten die Saat für terroristische Gedanken und Taktiken in der islamischen Welt. Sie nannten sich Fdayeen, was so viel heißt wie Märtyrer, wie sich heute viele Selbstmordattentäter auch nennen. Die Assassinen, die eigentlich besser bekannt waren als die Hashashin, gehörten zu einer mystischen Sufi-Muslim-Sekte und rauchten Haschisch. Sie waren am bekanntesten für ihre dramatischen Hinrichtungen in Abdasien und Seldschuken. Nicht in, sondern von Abbasiden und Seldschuken, also von diesen zwei Völkern. So gut bekannt waren die Assassinen, dass Karten während der Kreuzzüge die syrische Küste als Land der Assassinen selbst markierten. Ihr Name kommt von der arabischen Hashishia. Die Kräfte der Droge sollten die blinde Tapferkeit der Assassinen erklären. Das englische Wort Assassin, ins Deutsche übersetzt Attentäter, wurde von Hashashin abgeleitet, was Hashashin-Nehmer oder Haschischnehmer bedeutet. Der aufmerksame Geschichtsstudent erkennt hier natürlich die Ähnlichkeit der Assassinen und der Tempelritter und Jesuiten. Ja? Also, wenn wir uns mal überlegen, für was die Assassinen hier stehen, eine terroristische Gruppe von Märtyrern, die Abbasiden und Seldschuken vor allen Dingen hingerichtet haben und die in der Gegend dort regiert haben mit viel Gewalt und viel Blut, das erinnert mich an die Tempelritter, die auch nichts anderes getan haben. Und die haben halt die Tempelritter getroffen und die Tempelritter haben auch viele mystische Geheimnisse von diesen Assassinen damals übernommen und weitergegeben, dann in ihrem Orden. Der Orden der Tempelritter wurde dann Anfang des 13. Jahrhunderts verboten und ging in den Untergrund und wurde dann durch Ignatius von Loyola in den frühen 1530er Jahren wieder aufgelebt. Ja? Von daher, dass die Jesuiten eben die wiederbelebten Tempelritter sind. Nun steht in der römisch-katholischen Enzyklopädie weiter zur Gründung der Freimaurer, die Verfassung der Grand Lodge von England aus dem Jahre 1717 gilt als die moderne Neugründung dieser Gesellschaft. Also wir haben die Zeit gehabt vom, lass uns mal sagen, ungefähr 12. Jahrhundert, 11. bis 12. Jahrhundert, wo die Tempelritter das angefangen haben, die dann in den Untergrund gingen und weg waren. Dann kamen die Jesuiten im 16. Jahrhundert und haben dann eine Zeit gebraucht, bis sie im Anfang des 18. Jahrhunderts die Grand Lodge in England, deren Verfassung geschrieben haben, Constitution ist es im Englischen, also die Verfassung geschrieben haben dafür, und das war im Grunde die Neugründung dieser Geheimgesellschaft der Frère-Maçon, ja, der Steinmetzbrüder, der Erbauer von Mauern. Ja. Wer die Zeit und Muße hat, den ganzen Artikel der katholischen Enzyklopädie zu lesen,
Es gibt eine Online-Version davon, die jedoch, das habe ich erfahren durch zu vergleichen, nicht immer dieselben Aussagen trifft wie die gedruckte Version. Also, natürlich hat nicht jeder eine gedruckte Version von der Enzyklopädie hier zu Hause stehen, die ich hier glücklicherweise stehen habe, weil die hat Brett Norman mir mal geschickt, als Geschenk. Ganz toll, bin ich heute noch dankbar für. Unglaublich tolles Nachschlagewerk, was man immer wieder mal sehr gut gebrauchen kann. Ja? Wie ihr seht, hat mir ja heute auch wieder geholfen. Diese selbe Enzyklopädie gibt es auch online. Nur habe ich damals gemerkt, als ich die Lesung gemacht habe von Alle Wege führen nach Rom, da ging ein Teil der Lesung über den Eid, den Throneid, den also ein König oder eine Königin, also der Monarch oder die Monarchin von England ablegen musste bei der Thronbesteigung. Und dieser Eid ist in der gedruckten Version anders als in der Online-Version. Der Unterschied ist, dass in meiner gedruckten Version deutlich drin steht, dass man keine mentale Reservation gebrauchen darf, wenn man diesen Eid ablegt. Und das steht in der Online-Version zum Beispiel nicht drin. Inwieweit jetzt auch die Online-Version von diesem Artikel über Masonry, also Freimaurerei, auch nicht dasselbe ist wie das, was ich hier habe, kann ich nicht sagen, weil ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die 17 Seiten hier zu lesen und das dann zu vergleichen mit der Online-Version. Aber auf der Webseite newadvent.org, da kann man das finden, und auf der Seite Catherine 09771, ne, das steht für das neunte, den neunten Band, und Seite 771, da fängt der Artikel an. Diese zwei Links werde ich in dieses Video mit reingeben, sodass ihr das selber nachforschen könnt und euch selber eure Gedanken darüber machen könnt, was die römisch-katholische Kirche in ihrer eigenen Enzyklopädie über Freimaurerei sagt und ob der Autor Leo Herbert Liemann damit recht hat, dass er meint, dass der Jesuitenpater Gruber, der den Artikel geschrieben hat, das steht außer Frage, das bestreite ich nicht, aber dass er alles darin übernommen hat, was er von Leo Taxil mehr oder weniger weiß. Da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass das nicht so ist. Hast du soweit irgendwie eine Frage oder eine Bemerkung, Viktor, zu dem bisher Gesagten? Nee, danke. Nee. Gut, dann fahren wir mal in dem Text fort. Weiterhin behaupten sie, dass alles, was er verfasst hatte, vollkommen im Einklang mit den tatsächlichen Fakten war, selbst nachdem sie wegen seiner dramatischen Entlarvung von sich selbst mit ihm abgerechnet hatten. Und das kann man entnehmen aus dem Buch von Hönsbrech, der Jesuitenorden. Der Hönsbrech hat ein anderes großartiges Werk geschrieben, 14 Jahre Jesuit. Das ist ein monumentales Werk, wo ich mich noch nicht rangetraut habe, das zu lesen. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr heftig und vor allen Dingen groß. Also da braucht man viel Zeit, um das zu lesen. Und der Hönsbrech ist sehr ausschweifend, das muss ich da nochmal mit zusagen. Ja? Er schweift sehr, sehr aus in seinen Büchern, zumindest am Anfang. Es gibt ein Hörbuch davon, das ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine technische Stimme ist oder eine Person. Also wenn es eine Person ist, dann bravo, weil die hat wirklich null Betonung. Es gibt jedenfalls ein Hörbuch davon, von dem Hönsbruch-Werk oder Hönsbruch-Werk. Und das alleine dauert über 10 Stunden. Wer sich das antun will, bitteschön. Aber wer die Zeit hat, das Buch von Hönsbruch mal zu lesen, kann ich empfehlen. Ob das jetzt hier der Jesuitenorden ist, das anscheinend in zwei Bändern erschienen ist, wo das hier geschrieben steht, das weiß ich nicht, aber 14 Jahre Jesuit von dem Hönsbruch, das kann ich sicher empfehlen. Bis heute veröffentlicht und verbreitet die katholische Kirche weiterhin Taxils Betrügereien über die Freimaurerei und Allianz mit dem Weltjudentum in den Vereinigten Staaten. Nun, dass die römisch-katholische Kirche weiterhin Betrügereien veröffentlicht, auch wenn es deutlich ist, dass es Betrügereien sind, das ist nichts Neues. Das muss man ja mal ganz deutlich eben sagen. Wer von euch ist bekannt mit den Schenkungen von Konstantin? Warte mal eben. Schenkung, was ist das im Englischen? Donation, ne? Dann suche ich mal eben das Bild raus. Da geht es über die Schenkung von Konstantin. Das ist ein mittlerweile seit Jahrhunderten bekannter Betrug der römisch-katholischen Kirche. Hier sehen wir das Bild zum Beispiel von Lorenzo Valla, der das damals aufgedeckt hat. Ich glaube, das war im 14. Jahrhundert oder sogar noch früher. Da wurde aufgedeckt, dass die Schenkung von Konstantin ein Betrug ist.
Und was ist die Schenkung von Konstantin? Da habe ich den Namen gesagt. Konstantin, den kennt ihr. Das ist der Kaiser von Rom gewesen, der damals das Christentum ja als Staatsreligion ausgerufen hat im heidnischen Rom, 321. Und dieser Konstantin soll dem Bischof von Rom seine ganze Macht, seine ganzen Besitztümer, also alles Land, geschenkt haben. Das ist die Schenkung von Konstantin, um das kurz zusammenzubringen. Und jeder weiß inzwischen, es steht sogar selbst in der römisch-katholischen Kirche drin, dass es inzwischen ein bekanntes, selbst für die römisch-katholische Kirche, eine bekannte Fälschung ist. Aber trotzdem gebrauchen sie die Argumente immer noch von, ja, wir haben das ja bekommen, wir haben das Recht bekommen, weil das hat Konstantin uns geschenkt. Ja? Ich bin da auch in meiner Lesung von Martin Luthers Buch, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, auch drauf eingegangen. Da gibt es einmal die Schenkung von Konstantin, die wir hier im Bild sehen. Und dann gibt es auch noch die Dekretale von Isidor, die ebenso verfälscht waren. Das ist ebenso bekannt. Und wenn dann also hier in diesem Buch steht, dass bis heute die römisch-katholische Kirche weiterhin Taxils Betrügereien veröffentlicht, dann müssen wir uns nicht wundern, warum das so ist. Weil obwohl die Dinge bewiesen sind, Betrügereien zu sein, die römisch-katholische Kirche interessiert das nicht, die veröffentlicht die Dinge trotzdem weiter. Unkommentiert. The New World, das ist ein offizielles Organ der katholischen Erzdiözese in Chicago, veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 26. März 1910 einen Artikel mit dem Titel Freimaurerei, die offene Tür zur Verdammnis. So diffamierend und unwahrscheinlich wie alles, was Leo Taxil je geschrieben hat. Das war da in diesem Artikel eben auch drin. Es wurde wieder aufgelegt als eine Probe des katholischen Animus gegen Freimaurer und Juden in der Souvenirausgabe von Life and Action während der Ritter-Templer-Konklave im August desselben Jahres, also 1910. Es besagt, dass, Zitat, Juden die Hauptgeister des Freimaurerhandwerks sind. Ende Zitat. Das Zitat, die Freimaurerei von Juden gegründet und organisiert wurde, in der vergeblichen Hoffnung, das Christentum zu zerstören. Ende Zitat. Also, wer sich weiterhin ein wenig mit Freimaurerei beschäftigt, außerhalb der Lesung dieses Kapitels hinter den Diktatoren, der merkt sehr, sehr schnell, dass da nichts Wahres dran ist. Die Juden haben die Freimaurerei nicht gegründet. Und dann nochmal eben zu den Juden. Die Freimaurerei beruft sich ja selber auf Babylon. Wenn man das Buch von Albert Pike liest, der ja die Bibel der Freimaurer geschrieben hat, Morals and Dogma heißt es im Englischen, ja, also Moral und Dogma und Dogmas, nennt man das im Deutschen dann, dann versteht man daraus ganz deutlich, dass die Freimaurerei sich selber bezieht bis auf die Zeit von Babylon. Nun, wenn wir uns an die Zeit von Babylon nochmal erinnern, da lesen wir ja in der Bibel, dass Nimrod die Babylon damals gegründet hatte und er hat Gottes Wort in der Hinsicht verletzt, weil Gott hat gesagt, geht hinaus in die Welt und vermehrt euch. Und Nimrod hat gesagt, nee, ich baue eine Stadt und ich werde die Leute hier in die Stadt einziehen lassen und die Leute sollen alle hier in dieser Stadt wohnen. Also nicht, dass sie das Land so viel besiedeln, sondern dass sie bei mir in der Stadt wohnen. Und in der Stadt habe ich sie unter Kontrolle. Und dann haben sie da einen Turm gebaut. Und als Gott diesen Turm sah, hat er mit seiner Macht diesen Turm zerschlagen und die Leute in alle Welt verteilt, dadurch, dass er ihnen verschiedene Sprachen gab, weil davor sprach man auf der Welt nur eine einzige Sprache. Und durch Babylon, diese Verwirrung, die dort entstand, wurden die verschiedenen Sprachen in die Welt gebracht und durch die verschiedenen Sprachen richteten sich dann natürlich die verschiedenen Nationen auf. Ist ja logisch, gleich und gleich gesellt sich gerne. Ne? Die Leute, die, ich sage jetzt mal auf simple Art und Weise, die Deutsch miteinander sprachen, die sind zusammengezogen, die Englisch miteinander sprachen, sind zusammengezogen, die Französisch miteinander sprachen, sind zusammengezogen. So haben sich im Grunde die Nationen geformt, durch die Sprache. Und das Freimaurertum behauptet eigentlich, damals bereits in die Welt getreten zu sein, und dass sie
anstatt von diesen Sprachen verwirrt gewesen zu sein, sie die Sprache der Symbole beherrschen und diese Symbolsprache bis heute bewahrt haben. Und nun sage ich ja keinem der Zuschauer dieses Videos etwas Neues, die wissen ja alle, dass Freimaurerei und so weiter und sonstige Geheimgesellschaften sehr viel arbeiten mit Symbolen. Pyramiden, allsehendes Auge, Handzeichen und all diesen ganzen Kram, das wissen andere Leute viel besser als ich, aber das ist ja nun mal so. Und das soll bereits kommen aus der Überlieferung von Babylon. Damals gab es noch keine Juden in Babylon. Das ist schon mal Punkt 1. Also, können die Juden schon mal Babylon nicht aufgerichtet, die Juden Freimaurerei nicht aufgerichtet haben, wenn das wirklich daraufhin zurückgeht. Juden gab es dann erst viel später. Israel kam erst einige Zeit später nach Babylon. Und selbst wenn die Juden Verbindungen zur Freimaurerei haben, da müssen wir ja immer davon ausgehen, dass viele Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, die im Buch von Daniel ja beschrieben steht, dass die damals aus dem Babylon eben auch den Talmud mitgebracht haben. Und für mich ist das eine ganz deutliche Sache. Ein Jude, der den Talmud folgt, ist kein bibelgläubiger Jude. Also selbst nicht bibelgläubig im Sinne von Alten Testament. Juden lehnen ja im Allgemeinen das Neue Testament ab, weil sie Jesus nicht akzeptieren. Das ist noch eine ganz andere Sache, eine ganz andere Geschichte. Aber selbst ein Jude, der so gesagt die Tora akzeptiert oder den Tentoik oder die ersten 5 Bücher Mose nach dem Motto, ist kein gläubiger Jude in dem Sinne, wenn er nach dem Talmud lebt. Weil der Talmud, der entstand damals in Babylon. Den haben sie damals von Babylon mitgebracht. Nun kommt aber die römisch-katholische Kirche auch aus Babylon. Ja, dann haben aber doch beide dieselben Wurzeln. Das Judentum, das talmudische Judentum, das abgefallene, ich spreche jetzt mal von Gott abgefallene Judentum, hat die Wurzeln in Babylon, genauso wie die römisch-katholische Kirche ihre Wurzeln da hat. Und wenn das so ist, dann spielt es doch keine Rolle, ob ich heidnisches Blut habe oder jüdisches Blut habe oder welches Blut auch immer, dann spielt doch nur meine Gesinnung eine Rolle. Und das ist der Punkt, den wir einmal verstehen müssen. Es geht nicht mehr um Blutlinien. Dieser ganze Kram, den ihr überall lest von Genealogie und Blutlinien, das ist so ein hirnverblasener Blödsinn. Ich begreife das nicht, dass Leute sich mit solchen Dingen beschäftigen. Wenn man, jetzt schweife ich wirklich mal eben ab vom Thema, aber das muss ich mal hier irgendwo erwähnen. Wenn ich mir meine Eltern anschaue, dann hatte meine Mutter 2 Elternteile und mein Vater auch. Ich habe 2, mein Vater und meine Mutter. Meine Eltern, die haben bereits 4. Und jetzt geht das so exponentiell weiter, weil meine Großmutter hatte ja auch Vater und Mutter und der Großvater hatte auch Vater und Mutter. Und das mütterlicherseits und väterlicherseits, da sind wir schon auf 8. Und da sind wir gerade mal 2 Generationen zurück. Jetzt denkt mal nicht 2 Generationen, sondern 30 Generationen, 40 Generationen zurück. Die Menge der Menschen, die darin involviert sind, steigt exponentiell. Es ist absolut unmöglich, da eine, zwischen Anführungszeichen, Blutlinie herauszuziehen und eine sogenannte Blutlinie reinzuhalten. Und übrigens, wenn man überhaupt diesen ganzen Blutlinienkram folgt, dann merkt man auch, da sind Forschungen drüber getan gewesen, dass die ganze DNA der Menschheit zurückzuverfolgen ist auf 3 verschiedene Paare. Und das waren die 3 überlebenden Söhne Noahs nach der Flut. Ja, das kann man auch machen. Also dieser ganze Blutkram, da glaube ich nicht dran. Das ist alles nur gemacht, um zu dividieren, ja, um die Leute auseinanderzuhalten, um Feindschaft zu sehen zwischen Juden und Griechen, ja, also zwischen Juden und dem Heidentum, zwischen dem Rest, der damals noch Gottes Volk war, und alles, was Heidentum war. Und warum waren die Juden Gottes Volk? Naja, dann lest mal Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, dann versteht ihr, warum damals die Juden ein auserwähltes Volk waren. Und Jesus Christus hat mit der ganzen Erbschaftsabrechnung oder Erbschaftsrechnung oder wie immer man das sagen will, diese Blutlinie-Sachen, damit hat er Schluss gemacht. Ja. Das einzige Blut, was wir alle gemeinsam haben, ist von Menschen. Ne? Wir sind alle Menschen. Ne? Rasse
in der Hinsicht, das ist eine Erfindung des Menschen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Gott jemals in seiner Bibel irgendwie von verschiedenen Rassen gesprochen hat. Er hat immer von verschiedenen Völkern gesprochen. Ja. Das tun wir heute auch. Ne? Gut, jetzt war ich ein bisschen abgeschweift, aber das müsst ihr mir mal zugestehen, das müsste auch mal erwähnt werden. Auf jeden Fall lesen wir jetzt hier in dem Buch eben weiter, wo wir stehen hier, wo wir lesen, die Freimaurerei wäre von Juden gegründet und organisiert wurde in der vergeblichen Hoffnung, das Christentum zu zerstören. Wobei hier natürlich mit Christentum auch erst hauptsächlich das der römische Katholizismus gemeint war. Ja? Sie planen Attentate auf prominente Männer, sogar in Amerika, und bestechen die Justiz, um Mörder freizukaufen. Na also, dann zeigt mir doch bitte mal die Juden, die hinter dem Anschlag von Abraham Lincoln stehen. Da, wenn sowas hier behauptet wird, dass das Juden sind, die dahinter stehen, dann möchte ich doch gerne mal einen einzigen Juden sehen, der in dem Plot in der Verschwörung, um Abraham Lincoln zu ermorden, beteiligt war. Ja? John Surratt, Mary Surratt, John Bruce Wilkes, kein einziger davon war Jude. Aber sie hatten alle Verbindungen zur römisch-katholischen Kirche und zu Jesuiten. Ja? Aber nicht zu Juden. Attentat auf prominente Männer, was ist ein amerikanischer Präsident? Ein ziemlich prominenter Mann, ne? Sogar in Amerika. Und bestechen die Justiz, um Mörder freizukaufen. Ja, es ist... Also wenn man dann den Brigadegeneral Harris liest, der in der Hunter Commission damals war, die Kommission, um den Lincoln-Mord aufzuklären, der schreibt, dass der Surratt, den sie dann später aus dem Vatikan geholt haben, ne, der war geflohen von Amerika über Kanada Richtung England, von England dann später nach Rom, und in Rom hat er dann die Kleidung eines, Suave getragen, also einer Garde, der Schweizer Garde des Papstes. Ich zeige euch das mal eben hier, Surratt, da habe ich das Bild hier. Ja, John Surratt, hier ist er. Das ist die Schweizer Garde-Uniform im 19. Jahrhundert, die hat er an. Und da hat man ihn rausgeholt und hat ihn in Amerika vor Gericht gestellt. Nur haben natürlich die Jesuiten dafür gesorgt, dass das Gericht so unter ihrem Einfluss stand, dass er freigesprochen wurde. Wer sich damit mehr beschäftigen will, der sollte zum Beispiel mal das Buch von Harris lesen. Ja, das ist der Brigadegeneral Thomas M. Harris. Ich habe hier mal eben gerade ein Bild, das zeige ich euch mal eben. Das ist hier der Thomas M. Harris, das ist der Brigadegeneral, der bei der Hunter-Kommission damit bei war. Und der hat ein Buch geschrieben über die Verschwörung, die zur Ermordung von Abraham Lincoln damals geführt hat. Und Charles Chiniquy, 50 Jahre in der Kirche von Rom, kann man darüber lesen. Und von Burke gibt es da auch ein Buch. Da komme ich jetzt gerade nicht drauf, wie das heißt. Ich suche mal eben das Foto raus von Burke. Das können wir auch sicher sehen hier. Burke McCarthy war es hier. The Suppressed Truth About the Assassination of Abraham Lincoln. Ja, also die unterdrückte Wahrheit über den Anschlag oder das Attentat auf Abraham Lincoln. Das ist hier, kann man das noch kaufen auf Amazon oder was auch immer. Ob das auch ein gutes Buch ist, qualitätsmäßig um zu lesen, das wage ich zu bezweifeln. Das ist Classic Reprint, das sind meistens solche billigen Nachmachbücher, da kann ich nur von abraten. Versucht sowas im Original zu bekommen. Aber niemals in einem dieser Bücher, niemals wird da irgendwo auch nur erwähnt, dass Juden darin involviert waren. Ja, also das ist wieder totale Missinformation, totale Desinformation. Sie planen Attentate auf prominente Männer, sogar in Amerika, bestechen die Justiz, um Mörder freizukaufen. Ich kenne nur eine Organisation, die das tut, und das sind die Jesuiten. Er erinnert an Antichrist Papst Leo, also das ist hier Leo der 13., dem seine Verurteilung der Freimaurerei in seiner Bulle Humanum Genus. Das ist nun interessant, ich habe mir auch heute mal die Mühe gemacht, ich habe danach geguckt, ich habe diese blöde Bulle oder das Enzyklikal, das ist eigentlich keine Bulle, das ist ein päpliches Enzyklikum, habe ich nicht in Deutsch gefunden. Das Englische, das gibt es hier, ihr seht ihr, Encyclicals Documents, ja, Humanum Genus, in Englisch gibt es das. Auf Deutsch habe ich es nur gefunden aus Katpedia. Nur Katpedia, bitte, ich zu berücksichtigen, ist eine offene Quelle. Und
eine offene Quelle, die auch noch geht über römischen Katholizismus. Also der vertraue ich noch weniger, als ich Wikipedia vertraue. Ja? Aber hier kann man das finden, in Katpedia. Nun, das Interessante ist, ich habe in Katpedia habe ich eine Suche gemacht und auch in dem englischen, in dem vatikanischen Dokument auf der vatikanischen Seite von diesem Enzyklikal und habe eine Wortsuche gemacht nach dem Wort Jude. Ja? Deswegen schreibe ich das hier. Ich habe das hier unten unter dem Zitat, aber ich gebe euch den Kommentar jetzt schon. In einer Wortsuche im Dokument, also sowohl im englischen Dokument als auch in dem deutschen Dokument, kommt das Wort Jew, also Jude, nicht vor. Ebenso wenig im Deutschen unter Jude. Ich weise darum darauf hin, dass dieses Zitat mit Vorsicht zu genießen ist, obwohl es natürlich vom Charakter her der römisch-katholischen Kirche entspricht. Welches Zitat ist das? Ja, wo hier der Autor sagt, das erinnert uns an Papst Leos, Humanum Genus, wo das so nicht drin steht, aber hier dieses Zitat, da sagt er, eine Gesellschaft, die Christen, Türken, Juden, Chinesen und alle anderen Arten von Barbaren zu Mitgliedern macht und sie vereinigt, oder die Mehrheit von ihnen in eine Armee von Heiden und Atheisten, muss durch die Böswilligkeit und Bosheit des bösen Geistes animiert und kontrolliert werden. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass ein christhassender Jude zu dieser Zeit das Oberhaupt des Freimaurerhandwerks ist. Jederzeit. Ende Zitat von dem Papst. Nun, mein lieber Papst Leo der 13., Albert Pike war kein Jude. Ja? Und Albert Pike habe ich auch, glaube ich, ein Foto, habe ich jetzt nicht vorbereitet anscheinend hier, sehe ich jetzt im Augenblick nicht zwischen, da kommen wir gleich noch drauf zu. Ja? Also, dieses Zitat, was hier steht, kommt natürlich nicht direkt aus der Enzyklopädie, also Entschuldigung, aus dem päpstlichen Enzyklikum. Aber in dem päpstlichen Enzyklikum gibt es kein einziges Mal das Wort Jude, weder im Englischen Jew noch im Deutschen Jude. Von daher bezweifle ich, dass eben dieses Zitat hier zurückzuführen ist auf die Bulle Humanum Genus, in der das nicht geschrieben steht. Weiter, hier muss nicht betont werden, dass Leo Taxil nichts gegen Vater Coughlin hat, wenn es um Angriffe auf das Judentum und die Freimaurerei geht. Der Satz ist so ein wenig blöde aus dem Englischen übersetzt, der sollte eigentlich heißen, das heißt, dass Leo Taxil im Vergleich zu Coughlin, also diesem jesuitischen Vater Coughlin, ins Nichts fällt. Ja? Das ist eine blöde Übersetzung hier. Dieser Priester und seine mächtigen Unterstützer unter den katholischen Geistlichen und Laien in Amerika, wir sprechen hier vom Vater Coughlin, kopieren die Methoden von Hitler und den anderen Diktatoren, die die Freimaurerei und das Judentum rücksichtslos aus ganz Mitteleuropa ausgelöscht haben. In Wirklichkeit sind sie nicht so sehr Nachahmer von Hitler, Mussolini und Franco, sondern von den Nachfolgern der Päpste, der Jesuiten und Taxils, die die Kampagne ein halbes Jahrhundert vor dem Nazifaschismus ins Leben riefen. Ziel war und ist es, die Auswirkungen der Reformation zu zerstören und das heilige römische Reich deutscher Nation wieder aufzubauen. Das steht hier in Mehrzahl Nationen, das muss natürlich Nation heißen, ne? Heilige römische Reich deutscher Nation. Ziel war und ist es, die Auswirkungen der Reformation zu zerstören, das heilige römische Reich deutscher Nation wieder aufzubauen. Wir werden auch später in diesem Buch noch lesen, dass es ein Zitat gibt vom deutschen Kaiser Wilhelm II., der meinte, dass er in einer Audienz mit dem Papst gesprochen hätte und der Papst zu ihm sagte, dass der Papst von dem Kaiser fordere, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wäre. Und daraufhin meinte der Kaiser noch, ja Papst, wir leben doch nicht mehr im Heiligen Römischen Reich, die Zeiten haben sich verändert, und trotzdem hat der Papst auf seinem Standpunkt bestanden. Das Ziel war und ist es, die Auswirkungen der Reformation zu zerstören, das Heilige Römische Reich Deutschland so wieder aufzubauen. Das sind die Ziele der Jesuiten und keine von keinem anderen, nur von diesen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Schluss, der noch ganz interessant sein könnte. Aber da wollte ich erstmal eben an Viktor fragen, ob er inzwischen vielleicht eine Bemerkung oder eine Frage hat. Also an sich fand ich, hast du das ganz gut aufgezeigt, so den
ja eigentlich einen Ursprung der Freimaurerei und dass das jetzt nichts, ja nicht so wie beschrieben, dass Juden da darin involviert sind. Nö, ansonsten bin ich jetzt eigentlich soweit gar nicht. Nö, habe ich jetzt weiter nichts auf dem Herzen. Wunschlos glücklich. Genau. Okay, gut. Dann lese ich mal weiter. Ich gehe jetzt hier in einen Anhang. Das sind nämlich zwei Kommentare, die ich darüber geschrieben habe, um nochmal ein paar Punkte deutlich zu machen. Und zwar, weil die Punkte wirklich deutlich gemacht werden müssen. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen größer, hoffe ich, dass man das ein bisschen besser lesen kann. Und dann werden wir das hier jetzt mal verfolgen. Leo Taxil, und das habe ich noch weiter recherchiert neben diesem Buch, ist am bekanntesten für sein falsches Zitat von Albert Pike aus seinem Buch Morals and Dogma. So, und jetzt mal eben möchte ich dann eben auch mal das Bild hier rannehmen von Morals und Dogma. Das haben wir hier. Und von Albert Pike habe ich hier noch etwas, und das ist dann das Originale. Da werden wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen. Albert Pike war der höchste Freimaurer in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Ende des 19. Jahrhunderts. 33. Grad. Das ist ein schlechtes Bild von ihm, es gibt auch noch bessere, aber der sah nun mal so aus, kann ich auch nicht ändern. Der Punkt, um den es geht, ist, dass Leo Taxil am bekanntesten ist für ein Zitat aus dem Buch Morals und Dogma. Und ich habe das Buch Morals und Dogma hier, nicht physisch, ich habe es als PDF, also auch nur in elektronischer Form, und deswegen sind die Dinge, die ich jetzt sage, ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Also, ich habe kein originales Buch von Morals und Dogma hier. Ich habe es nicht im Original checken können. Ich habe auch nur das PDF hier. Und ich sage nur, es sind Dinge, da muss man ganz dringend drüber nachdenken, was ich jetzt hier erzähle. Und man muss wirklich probieren, seine Gehirnzellen gut arbeiten zu lassen, um unterscheiden zu können zwischen, wo ist die Lüge und wo ist die Wahrheit hier. Und das ist, wenn wir uns mit verschiedenen Geheimgesellschaften befassen, wie wir das hier tun, nämlich einerseits mit den Jesuiten und andererseits mit den Freimaurern und drittens mit der römisch-katholischen Kirche, das ist nämlich die größte Geheimgesellschaft auf dieser Welt. Ja, sie ist eine Geheimgesellschaft, weil sie hat eine ganz, ganz intensive andere innere Lehre als eine äußere Lehre. Und eine Gesellschaft, die zwei verschiedene Lehren vertritt, eine innere, die nur an Initiierte gelehrt wird, und eine äußere, die nur an die Laien gelehrt wird, ist immer eine Geheimgesellschaft, weil sie hält Dinge vor den Laien geheim. Ja? Und wenn man mit diesen verschiedenen Gesellschaften sich beschäftigt, dann muss man immer sehr gut sehen und unterscheiden können und niemals vorschnell zu einem Urteil kommen. Das ist nicht ganz leicht. Da muss man viel sich mit der Thematik beschäftigen. Und dann hilft es nicht, hier und da mal ein Video auf YouTube gesehen zu haben oder mit jemandem gesprochen zu haben, der mal gesagt hatte und er hätte das da und da mal gehört oder gelesen. Da muss man schon ein wenig mehr recherchieren. Das ist nur, ich sage das jetzt nur, weil ich schon weiß, welche Kommentare auf dieses Video wieder kommen. Und den Leuten möchte ich eben auch anraten, sich mit solchen Sachen dann auch mal intensiv zu beschäftigen. Also, Leo Taxil ist am bekanntesten für sein falsches Zitat aus dem Buch von Albert Pike, aus dem Buch Morals and Dogma, was wir hier sehen. Ja, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, also von dem alten und akzeptierten schottischen Brauch der Freimaurer von Albert Pike. Und das berüchtigte Taxil-Hoax-Zitat, das angeblich von Albert Pike ist, lautet als folgt, wie folgt, und ich habe es hier ins Deutsche übersetzt. Was wir einer Menschenmenge sagen müssen, ist: Wir beten einen Gott an. Also es geht um Freimaurer. Ja? Wir beten einen Gott an, aber es ist der Gott, den man ohne Aberglauben anbetet. Zu Ihnen, Sovereign Grand Inspector General, sagen wir dies, dass Sie es den Brüdern des 32., 31. und 30. Grades wiederholen können. Die Freimaurerreligion sollte Bestandteil von uns allen Eingeweihten der hohen Grade sein, verflochten mit der Reinheit der luziferischen Lehre. Wenn Luzifer nicht Gott wäre, würde Adonai, das ist eine Benennung, die die Freimaurer geben an den Gott der Bibel, dessen Taten seine Grausamkeit, Treuelosigkeit und seinen Hass gegen die Menschen, seine Barbarei und seine Abneigung gegen die Wissenschaft beweisen, würde Adonai und seine Priester ihn verleumden? Ja, Luzifer ist Gott. Und leider ist Adonai auch Gott. Also alleine hier bei diesem Satz schon
Da sollten jeden Christen die Lichter anspringen und sagen von, Gott sagt in der Bibel doch ganz deutlich, ich bin Gott und ich bin einer und neben mir ist keiner. Es gibt keine anderen Götter, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, das steht im zweiten Gebot, aber man kann auch gar keine anderen Götter haben neben ihm, weil es gibt nur diesen einen Gott. Alle anderen sind gemachte Abbilder, sind gemachte Götzen, sind gemachte, zwischen Anführungszeichen, Götter. Also für mich klingelt da als Christ hier schon mit diesem Zitat ganz deutlich irgendwo von, da stimmt ja was nicht. Lucifer ist Gott, also schreibt Albert Pike in seinem Buch, und leider ist Adonai auch Gott. Denn das ewige Gesetz ist, dass kein Licht ohne Schatten gibt, keine Schönheit ohne Hässlichkeit, kein Weiß ohne Schwarz, denn das Absolute kann nur als zwei Götter existieren. Dunkelheit ist notwendig für die Statue und die Bremse für die Lokomotive. Also, das Absolute kann nur als zwei Götter existieren. Das Absolute, das sagt der Name an sich schon, als ist absolut, kann nur einer sein. Also ist schon mal ein Widerspruch, ein Oxymoron. Das Absolute kann nur als zwei Götter existieren. Und das andere, was er hier vorsagt, das ewige Gesetz ist, das möchte ich da gerne mal lesen, wo er das her hat, dass kein Licht ohne Schatten gibt, keine Schönheit ohne Hässlichkeit, kein Weiß ohne Schwarz, ja, in dieser Welt, seit dem Fall dieser Welt. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich darüber lese, wie es im Königreich unseres Herrn zugeht, da lese ich nicht von Schatten, da lese ich nicht von Dunkelheit, da lese ich nicht von Schwarz und da lese ich nicht von irgendwelchen Krankheiten oder sonstigen Dingen, die wir eben hier im Fleisch noch auf dieser Erde mit uns mitschleppen. Das sehe ich da nicht von. Und wenn er dann eben sagt, das ewige Gesetz ist, dass es kein Licht ohne Schatten gibt und im Königreich Christi gibt es keinen Schatten, ja, dann ist das ja nicht das ewige Gesetz, unter das das Königreich Christi fällt, oder? Man muss da wirklich mal ein bisschen in diese Sätze reingehen und versuchen, das gut zu verstehen. Weiterhin sagt er hier, so ist die Lehre vom Satanismus eine Häresie und die wahre und reine philosophische Religion ist der Glaube an Luzifer, den ungefallenen Engel des Himmels. Ja, das ist Luzifer. Das ist der Unterschied zwischen Satan und Luzifer. So ist die Lehre vom Satanismus Häresie, sagt Pike. Die wahre und reine philosophische Religion ist der Glaube an Luzifer, dem geschaffenen Engel, der Adonai gleich ist, der also Gott gleich ist, aber Luzifer, Gott des Lichts und Gott des Guten, kämpft für die Menschheit gegen Adonai, den Gott der Finsternis und des Bösen. Und hier macht eben das Freimaurertum von Gut böse und von Böse gut. Sie drehen die Rollen einfach um und sie erheben Luzifer, der ein erschaffener Engel ist, auf die Höhe von Gott, auf dieselbe Stufe von Gott. Und das ist luziferianisch und das ist auch meines Erachtens auch satanisch. Nun, dies ist ein Auszug von La Femme et l'Enfant dans la Franc-Maçonnerie universelle. Ja, es geht also darum, dieses soll das Zitat von Albert Pike sein, was wir gerade eben analysiert haben. Und das kommt eben aus diesem Heft. Und das sehen wir hier. La Femme et l'Enfant de la Franc-Maçonnerie universelle. Also, die Frau und das Kind aus der französischen universalen, ne, was ein anderes Wort für universal, katholisch, aus dem französischen aus dem Freimaurertum. Von A.C. de la Rive, erschienen 1894. Ja, das Datum liegt ja nun auch sehr nah an der Dreifußaffäre, worüber wir bereits an anderer Stelle gesprochen hatten. Als Taxil dann 1897 seinen Betrug bekannt gab, da schrieb de la Rive, der Autor dieses Buches, das wir hier im Bild sehen, mit beängstigendem Zynismus erklärte die verächtliche Person, deren Namen wir hier nicht nennen wollen, also Taxil, vor einer Versammlung, die nur für ihn einberufen wurde, dass er für 12 Jahre den heiligsten aller Scherze vorbereitet und ausgeführt hatte. Wir waren immer sorgsam, spezielle Artikel über Palladismus und Diana Vaughan zu veröffentlichen. Wir geben nun in dieser Ausgabe eine vollständige Liste dieser Artikel, die jetzt als nicht existierend angesehen werden können. Also,
All diese ganzen Veröffentlichungen sind heute null und nichtig, da Leo Taxil sagt, das war alles nur ein Scherz. Dieses, was wir gerade eben gelesen haben, wurde veröffentlicht in der Ausgabe der Freimaurerei vom April 1897. Wenn ihr nun das Buch Morals und Dogma lest, steht das folgende auf Seite 210, das ist meine PDF-Version, da haben wir es übersetzt. Die Apokalypse, also wir, eben gerade hatten wir gelesen, was das Zitat ist, was auf Seite 210 steht, angeblich von Leo Taxil, ja, das war das. Und jetzt lesen wir das, was in meinem PDF steht. Da steht drin, die Apokalypse ist für jene, die den 19. Grad empfangen, die Apotheose jenes erhabenen Glaubens, der nur Gott strebt und verachtet alle Prunk und Werke Luzifers. Luzifer, der Lichtträger. Ein seltsamer und geheimnisvoller Name, den man dem Geist der Finsternis geben kann. Luzifer, der Sohn des Morgens. Korrekte Übersetzung aus der König-James-Bibel. In vielen anderen Bibeln heißt Luzifer hier der Morgenstehen. Es geht um Jesaja 14, Vers 12. Und Albert Pike macht hier die richtige Referenz und sagt, Luzifer, der Sohn des Morgens. Ist es der, der das Licht trägt und mit seiner Größe unerträgliche Verdunkelung über schwache, sinnliche und egoistische Seelen wirft? Zweifeln Sie nicht daran, dass Traditionen voller göttlicher Offenbarungen und Inspiration sind. Und Inspiration ist nicht von einem Zeitalter oder einem Glaubensbekenntnis abhängig. Plato und Philo waren ebenfalls inspiriert. Die Apokalypse ist tatsächlich ein Buch, das so unbedeutend ist wie die Zohar. Ich gehe jetzt nicht, Ende Zitat, ich gehe jetzt nicht darauf ein, das ganze Zitat hier vollständig auseinander zu pflücken, aber der letzte Satz, die Apokalypse ist tatsächlich ein Buch, das so unbedeutend ist wie die Zohar, schreibt Albert Pike auf Seite 210 in Morals und Dogma, das sollten wir mal eben nochmal uns genauer angucken. Wenn er hier spricht von der Apokalypse, das ist nämlich ein anderes Wort für das Buch der Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel. Und er sagt, dass das Buch so unbedeutend ist wie die Zohar. Aber wer weiß denn jetzt, was die Zohar ist? Also habe ich mir das rausgesucht aus Wikipedia und da erklärt es, der Zohar, also das hebräische Wort für Pracht oder Strahlen, ist die grundlegende Arbeit der Literatur des jüdischen mystischen Gedankens. Bekannt als Kabbalah. Schon mal gehört? Es ist die Hauptsprache des Talmud. Also die Apokalypse ist ein Buch, so unbedeutend wie der Talmud, sagt Albert Pike hier. So unbedeutend wie die Kabbala. Babylonisch inspiriertes Judentum, ja, das habe ich ja vorher schon gesagt, das nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat, genau das, was ich vorher in diesem Video bereits erzählt hatte und auch sonst sage, und daher nur abtrünnige Juden anspricht. Wie die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu, so versteht bitte, dass dies nichts zu tun hat mit dem jüdischen Volk, das von ihrem Klerus betrogen und belogen wurde, wie die Katholiken auch. Ja? Also der erste Satz hier, der Zohar, Pracht oder Strahlen, ist die grundlegende Arbeit in der Literatur des jüdischen mystischen Gedankens, bekannt als Kabbalah, das war das Zitat aus Wikipedia. Danach ist natürlich hier mein Kommentar. Das ist die Hauptsprache des Talmud, die Kabbala. Babylonisch inspiriertes Judentum, das nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat und daher nur abtrünnige Juden anspricht. Wie die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu, so sollt ihr es bitte verstehen, dass dies nichts zu tun hat mit dem jüdischen Volk, das von ihrem Klerus damals genauso betrogen wurde, wie wir heute betrogen werden von unseren Pastoren, und wie die Katholiken von ihren Priestern betrogen werden. Das alles soll die Juden als Rasse diskreditieren. Der sogenannte Antisemitismus und funktioniert nur in einer betrogenen Welt, die die Bibel nicht versteht, die Bibel nicht glaubt und ihr nicht folgt, wo es klar heißt, dass jeder Mensch errettet ist, der den Vater und den Sohn bekennt, Jesus Christus als seinen Messias annimmt und dadurch im Geiste wiedergeboren ist, nicht im Fleisch. Gott ist das Ansehen von Personen gleich. Bedeutet auch, dass er sich nicht um Geschlechterkunde kümmert. Die Beschneidung ist vom Herzen und nicht im Fleisch. Da nach Taxils Verständnis das Judentum die Freimaurerei beherrscht,
ist die Fälschung des Zitats aus Pikes Buch natürlich nur ein weiterer Schritt in der Agenda des Antisemitismus. Somit sind die Juden Teufelsanbeter nach Leo Taxils Veröffentlichung. Und abschließend habe ich noch einen Kommentar geschrieben, der ein wenig kleiner ist. Also ist mein Punkt hier folgender. Leo Taxil war katholisch, als er für die Freimaureragenda arbeitete. Er drehte sich 180 Grad herum und betrachtete Freimaurerei als satanisch. Was er nicht gelehrt hat, weder als Freimaurer, als er die Katholiken verunblümt hat, oder als Katholik, als er die Freimaurer bloßgestellt hat, was er nicht gelehrt hat, ist die Wahrheit. Nun, was ist hier die Wahrheit? Jede, zwischen Anführungszeichen, Religion ist falsch. Jede, zwischen Anführungszeichen, Religion ist von Satan. Der Glaube an den einzig wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus, wie er sich uns durch sein Wort offenbart, in Deutsch der Schlachterbibel 2000 und im Englischen der König James Version von 1611, das sein Wort seiende, ist die einzige Wahrheit. Also, ob Taxil für die Freimaurer oder für die römisch-katholische Kirche arbeitete, er arbeitete immer für den Teufel. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die ihr aus diesem Kapitel ziehen solltet, wenn ihr Zweifel über den wahren Glauben an der Freimaurer habt. Dann schaut euch einfach die Schriften von Helena Petrova Blavatsky an und versteht, dass auf der Spitze der Freimaurer Papa Nero steht, der schwarze Papst, der General der Gesellschaft Jesu. Und damit bringe ich dieses langwierige Kapitel über Leo Taxil, der merkwürdige Fall, dass Leo Taxil, der unter anderem die amüsante Bibel, wie wir hier im Bild sehen, geschrieben hat. Damit bringe ich das hier zum Ende. Es war für mich, das möchte ich kurz hinzufügen, bevor ich Viktor noch mit seinem abschließenden Kommentar ans Wort lasse, ein sauschweres Kapitel, um überhaupt zu verstehen, zumal im Englischen erstmal, als ich damals die englische Lesung gemacht habe. Was macht dieses Kapitel überhaupt in diesem Buch? Bis ich verstanden hatte, dass es im Grunde darum ging, dem Autor darum ging, um anzuzeigen, dass es nur eine weitere Person war, die das antisemitische Feuer angefacht hat. Was wichtig war, dass man zu Anfang des 20. Jahrhunderts den Antisemitismus in Europa verbreitet. Damit ist der Grundstein gelegt für die spätere Judenverfolgung, die wir dann im Dritten Reich gelernt haben oder die Juden erfahren haben. Ja? Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne die Dreyfus-Affäre und ohne diesen merkwürdigen Fall von Leo Taxil. Das können wir uns heute vielleicht nicht mehr vorstellen, weil das ist über 100 Jahre her. Aber wenn man damals dabei gewesen ist, dann hat man die Auswirkungen wahrscheinlich mehr gespürt als wir heute. Und von daher, ich fand das ein sehr, sehr schwieriges Kapitel, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Und es ist nicht verkehrt, sich das PDF runterzuladen und das Kapitel selbst zu lesen und selbst darin zu studieren und dann zu sehen, was eigentlich die Absicht ist und ob ich damit recht habe, wenn ich behaupte, dass dieser Leo Taxil auch nur weiterhin ein Agent des Teufels war. Weil ob er jetzt für die Katholiken gearbeitet hat oder für die Freimaurer, das spielt keine Rolle. Letztendlich arbeitet er für den Teufel. Und das ist der einzige wichtige Schluss, den ich aus dem Lesen dieses Kapitels für mich überbehalten habe. Und das haben wir hiermit ganz deutlich aufgezeigt. So, Viktor, jetzt kann ich vielleicht mal eine Minute schweigen und du hast vielleicht noch einen abschließenden Kommentar. Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Das war jedenfalls ja sehr umfangreich und ich denke auch mit deinen Kommentaren soweit, ja, auch aus meiner Sicht konnte ich da jetzt eigentlich soweit nichts bei dazu beitragen, außer dir auch nur zuzuhören. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ja, ist also mir zumindest klar geworden, beziehungsweise den Punkt, den du jetzt zuletzt nochmal angesprochen hattest, dass man vielleicht so eine Art, ja, wie soll man sagen, eine Art Agenda hatte, dass man natürlich diesen Antisemitismus in gewisser Weise ja verbreitet auch über die ja über das normale Volk in Anführungsstrichen oder über jemanden wie Leo Taxil. Also wir haben ja viele Berichte in den oder katholische Ausgaben
wo quasi schon der Antisemitismus ja schon auch geschürt wurde. Und wenn man das jetzt natürlich noch über Romane oder über solche Publikationen von Leo Texil macht, dass das natürlich vielleicht sich noch weiter verbreitet als jetzt nur, sage ich mal, in diesem katholischen Umfeld. Ne? Das ist jetzt nochmal so als anschließenden Gedanken. Ja, was ich auch wichtig finde hierbei ist, dass es immer die römisch-katholische Kirche und deren Herausgeber sind, die die Schriften von Leo Taxil, die antisemitisch waren, veröffentlicht haben. Da muss man sich doch mal die Frage stellen, was hat die römisch-katholische Kirche da für einen Gewinn dran, wenn die Leute diese antisemitischen Schriften von dem Leo Taxil lesen? Ja, das ist natürlich dann ihre Agenda, die sie natürlich damit bezwecken, dass das natürlich sich verbreitet und ja, dass die Saat, die sie da sehen, dass sie dann irgendwann aufgeht, ne? Ja, du weißt das, Victor, und ich weiß das, aber die meisten Menschen, die verstehen das nicht. Die denken nämlich, die Zionisten sind irgendwelche dummen Juden, anstatt zu begreifen, dass die Zionisten hauptsächlich die römisch-katholische Kirche ist. Zionismus ist aus der römisch-katholischen Kirche entstanden, aus der Not, dass sie diesen Staat Israel brauchen, weil sie die 70. Jahrwoche von Daniel wieder erfüllen wollen, die damals Jesus Christus vor 2000 Jahren komplett erfüllt hat. Und sie wollen die zu ihren eigenen Bedingungen widerspielen. Und dazu brauchen sie den Staat Israel, und um den Staat Israel zu haben, brauchen sie Leute, die die Juden hassen. Und um Leute zu haben, die Juden hassen, musst du halt das Feuer des Antisemitismus schüren. Und das haben sie hier zum Ende des 19. Jahrhunderts gemacht. Da ging die ganze Sache drum. Ja, aber bitte, fahr weiter. Ja, nein. Hast du schön gesagt, da schließt sich der Kreis, finde ich auf jeden Fall auch. Also ja, von meiner Seite, ja, freue ich mich aufs nächste Mal und ja, wünsche euch alles Gute. Tschüss. Ja, ich will es auch nicht mehr so lang machen, weil wir sind schon ein bisschen über eine Stunde drin, aber ich denke, dass auch mit dieser Lesung jetzt wieder einmal deutlich geworden ist, wie unglaublich wichtig das richtige Verständnis der Bibel ist. Wenn man Daniel 9 nicht als abgeschlossen durch Jesus Christus vor 2000 Jahren beschaut, dann lässt man den Teufel Tür und Tor offen, um sein Spiel zu machen. Und das tut er seit den letzten 500 Jahren, seit die Jesuiten auf dieser Welt sind und die dafür sorgen, dass als vor 500 Jahren alle Reformatoren mit allen Fingern auf das Papsttum als Antichristen gezeigt haben, dass die Jesuiten alles ins Werk legen, um dafür zu sorgen, dass eben niemand mehr den Papst noch als den Antichristen, der in der Bibel prophezeit wurde, sieht. Und wenn man den Papst nicht als Antichristen sieht, dann sieht man ihn als den, als was sich Jorge Mario Bergoglio heute ausgibt, als den Mann des Friedens, der überall vermittelt, ganz toll auftritt, lächelt, Krüppeln die Füße küsst, Leute im Gefängnis besucht, ein ganz, ganz toller Mann ist. Genau das, was die Jesuiten von Anfang an gemacht haben. Die Jesuiten sind immer in die Krankenhäuser gegangen und haben die am schlimmsten Kranken gepflegt, die kein Mensch mehr pflegen wollte, die haben die gepflegt. So erhascht man sich das oder erschleicht man sich das Vertrauen der Menschen. Und diese Arbeitsweise haben sie in den ganzen letzten 500 Jahren zwar immer wieder angepasst an die desbetreffende Zeit, aber niemals verändert. Denn so ist die römisch-katholische Kirche. Semper eadem. Sie verändert sich niemals. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.